So, jetzt mal was anderes. Es ist wieder soweit. Die ersten Brombeersprieße sind da. Da, die. Wo ist es? Da, die kann man essen. Die knipst man raus. Aua, es tut ein bisschen weh. Die sind noch sehr klein. Ah, warum geht's nicht? Das ist die linke Hand. Mit links kann ich das nicht. Hoffentlich fällt es jetzt nicht runter. So, da ist es. Da, sehr, wo ist? Fokussier doch mal richtig. So, jetzt geht's. Das kann man sehr gut essen. Mhm. Man könnte aber auch schöne Blätter finden, die keinen Rost haben. Das da hat zum Beispiel keinen Rost. Die esse ich auch schon seit Wochen. Also eigentlich den ganzen Winter über. Immer wieder. Aber jetzt kann man halt auf die Triebe gehen. Und hier habe ich vor ein paar Wochen schon gezeigt. Kresse. Wildkresse. Was ist das? Willst du das noch? Ja, Erdbeerblätter kann man auch essen. Haut einen jetzt nicht so vom Hocker, aber ist gut. Ist gut. Wenn der Edeka nichts mehr liefert oder gerade Edeka und Rewe, gibt es viele, die einen nicht so reinlassen, wenn man nicht staatstreu ist. Nennen wir es mal so. Oder wie soll ich es sagen? Maskenbefreit und impfbefreit ist. Ja. Dann ist doch gut, wenn ich weiß, was ich hier an Grün essen kann in der Natur. Außerdem ist da viel mehr drin. Viel mehr Vitamine. Viel mehr Nährstoffe als in dem Industriesalat, ja, den man in den Supermärkten kaufen kann. Oder auch kaufen muss. Hier ist oftmals im Sommer alles voller Himbeeren. Und dann sind die so gerade noch nicht reif. Und dann kommst du hier hin eine Woche später, weil du denkst, jetzt sind sie reif. Da haben dann die liebe Stadt Essen alles weggemacht. Dass man bloß nicht kostenfrei an Himbeeren kommt. Ja, habe ich mich schon vor Jahren drüber aufgeregt. Aber so ist es. So ist es. Ja, wenn einer Pilzerfahrung hat, dann bitte meldet er sich doch mal bei mir. Dann gehen wir schön spazieren, wenn wieder Pilzzeit ist. Und ich lerne was über Pilze. Und vielleicht kann ich noch was über Wildpflanzen dann dir beibringen. Schöne Zeit.